Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elex. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Yay, wir sind im Lager der Mitte zum Anführer aufgestiegen. Und haben den Turm dort oben. Oh, hallo, Crony. Da sind sie doch da, cool. Ja gut, jetzt ist auch Falk hier, sehr schön. Das heißt, ich kann sie hier jetzt aber mitnehmen, oder? Ja, okay, alles gut, ist alles safe. Gehen wir mal zum Turm der Mitte. Irgendwelche Siedler. Ja, wir haben übrigens auch dieses Gefährt wieder hier hingebracht. Ja, ich auch. Ich hätte auch gern mehr Zeit, immer. Okay, der Turm sieht ein bisschen marode aus. Ich weiß nicht, warum der so das beste Quartier für mich sein soll. Vor allem hättet ihr wenigstens mal das Loch da wieder stopfen können, ne? Bisschen Beton ist schnell angerührt. Hoppt man das zu und fertig. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Okay, das hier ist nicht der Eingang zum Turm, wirklich. Der Eingang zum Turm ist auf der ist außen und unten. I guess so. Danke, Kamera, für den komischen Blickwinkel. Ich meine, wer auch immer die Kohlen befeuert hat, warum auch immer die an sind, es war abgeschlossen, aber in Ordnung. Ein Code, den ich hier finden muss. Ich bestehe mich mal gerade ein bisschen selbst, ist okay. Gucken wir mal, wo wir den Code finden. Aber, ja, ist ein gutes Hauptquartier, oder? Abgeschlossenes, vielversprechendes Quartier, jo. Den Mist nehmen wir alles mit, weil wir es können. Danke, dass ihr mir den Kram hier eingesammelt habt. Das Ding ist auch verschlossen, aber das kann ich nicht nutzen. Also wenn ihr hier irgendwo einen Code seht, dann sagt mir bitte Bescheid, weil ich sehe gar nichts. Anleitung. Den Wein kannst du auch nehmen. Was ist die Anleitung? Mächtiger Heiltrank. Ich glaube, den hatte ich schon. Nicht, dass ich ihn machen könnte, weil für Alchemie habe ich keine Moneten. Beziehungsweise keine... Okay, ja, und das hat mir jetzt was gebracht mit dem Ding? Okay, ist jetzt... Okay, läuft. War jetzt nur dann. Guck dir mal dein Quartier an. Läuft, cool. Geduld, ja, der alte Mann. Das müssen wir jetzt machen, der alte Mann. Ich weiß nicht, wie ich die Bombe beseitigen kann. Tut mir leid, Schatz. Ja. 3 Stunden umsonst. Das ist immer extrem, extrem doof. Von Tavar scheint ein potenzieller Bewerber für den Job zu sein. Ich sollte sie umgehend aufsuchen. Kann ich hier was machen? Sadom? Doofe Kamera. Thorald? Hä? Und Nasty. Ach so, für Ulbrichts Großoffensive. Der Judikator Ulbricht hat Personalprobleme. Ich soll einen geeigneten Feldherrn finden, der eine Kampftruppe der Kleriker in die Schlacht gegen die Alps führen kann. Da gehen wir erstmal zum alten Mann. Denn ich glaube, er wäre definitiv der bessere Heeresführer. Ja, dann gehen wir einfach hier lang. Und das wird heute unsere Aufgabe sein. Mit Vierfach und Auto-Battle, ja, das ist wirklich super easy dann. My goodness, da frage ich mich, warum die Konsolenversionen das nicht hatten. Damit man den Grind endlich mal los wird. Was das Schlimmste ist bei sowas wie Final Fantasy, meiner Meinung nach. Geldbündel. Ja, nimm mit. Brauchst du eh nicht mehr, aber... Das ist mir ein Papier. Zur Not kann man es verbrennen. Okay. Ah, hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich an das hier. Das hier müsste also ziemlich clean sein, hoffentlich. Ich glaube, das ist clean, der Konverter. Oh, gruselig. Ah, was? Die können doch alle nichts hier. Die haben doch alle nichts drauf. Oh, es gibt doch noch ein paar Leute hier. Moin! Kampfmaschinchen! Okay. Immerhin ein bisschen was unserer Fähigkeit nochmal aufgebessert. Leider nicht unsere Nahkampffähigkeit, das wäre schön gewesen. Aber da könnte ich einfach in Stärke investieren. Einfach in Stärke investieren, dann dürfte das gehen. Wir sind Level 22. Wir haben sogar schon ein bisschen was zum nächsten Level. Aber wirklich nur ein bisschen. Das ist so bescheuert, ey. Oh nein, und hier ist noch ein Koloss.
mich verarschen. Ein Eisschnabel. Die sehen cool aus. Die gefallen mir vom Design her. Vom gesamten Eindruck, den sie hinterlassen, finde ich gut. Der Grind ist immer schlimm. Immer und immer und immer. Es gibt kein Spiel, in dem er nicht schlimm... Oh nein. Au, Flammenwerfer-Kacke. Ja, geil. Du kannst nichts machen, weißt du? Das ist mir das Liebste. Du einfach nichts machen kannst. Ich wünsche, Kaya würde wieder was sagen, dass man hier weitermachen kann mit ihrer Quest. Ich will ihre Quest beenden. Und Rays auch, aber auch Ray kommt nicht mehr an. Oh Gott, hast du das Chocobo-Training fertig gehabt, Schatz? Ja, aber ich meine vorher, hattest du das fertig? Wow. Wenn das jetzt weg wäre, das wäre wirklich dreckig. Gruselig. Wenn du von Grind redest, dann heißt das immer, dass du dich dazu zwingen musst. Deshalb ist es Grind. Deshalb ist es nicht Fun Gameplay, sondern deshalb ist es Grind, Shiro. Es macht keinen Sinn, die Aussage zu sagen, oh, weil es ist nur so, wenn du das sagen musst, weil es keinen Spaß macht oder so. Weil wenn du das sagst, dann macht es keinen Spaß. Das ist der Punkt dahinter. Deshalb sagst du, es ist Grind und nicht, es ist Gameplay. Sonst würdest du einfach sagen, es ist gutes Gameplay und nicht, es ist beschissener Grind. Okay, was haben wir hier? Hier kommen wir sonst nicht so gut durch. Ich könnte ja dran vorbeigehen, aber irgendwie will ich die Leute umbringen, damit ich Ruhe habe vor denen. Ich könnte ja mal ein bisschen... Shigo geht laggeln. Hier, friss. Friss Feuer, komischer Eisvogel. Ja, wieso lebst du doch? Das letzte Mal hatte ich da ziemlich viel Schaden gemacht, du kleines Mistvieh. Hat dich das ziemlich viel Schaden gemacht? Ja, ich Deutsch. Ich kann Deutsch. Ich glaube echt, am besten kommt man mit den Kampfkolossen klar, wenn man ihnen Feuer auf den Pelz brennt. Wow, wie schnell er sie gekillt hat, ey. Das gibt's ja gar nicht. Dann. Okay, die sind nicht wirklich treffsicher auf die Entfernung, glücklicherweise. Und das bedeutet, ich kann vielleicht sogar so gegen die was ausrichten. Den schnapp ich mir. Wow, ich mache mir noch gar keinen Schaden. Okay, läuft. Ah! Okay, läuft, läuft, läuft. Wir haben mehr als genug Moon, das ist alles in Ordnung. Komischerweise muss man auch niemals nachladen, aber das ist okay. Damit kann ich absolut leben. So, jetzt schauen wir mal, wie wir den komischen... Möchte gern hier tot bekommen, damit sein Flammenwerfer umherschleudert. Gut, ich hätte gleich sagen sollen, wenn es Spaß macht, ist es Farmen, wenn ich mich zwingen muss, grinden. Das ist noch nicht mal Farmen, dann sollte es gutes Gameplay sein, wenn es Spaß macht. Auch Farmen ist was keinen Spaß macht, meiner Meinung nach. Aber es kann zumindest nicht so, nicht so störend empfunden werden, das stimmt beim Farmen. Was anderes als grinden. Grinden finde ich immer störend. Aber Farmen, je nachdem, wie sehr es ausartet, wenn es nicht zu viel ausartet, kann es okay sein. Also, weil man es einfach manchmal machen muss, weil man halt ein paar Teile braucht oder so, wie bei, We Happy Few oder irgendwie so ein Kram. Oder, weiß ich nicht, wo denn noch Farmen angesagt? Gab es auch ein paar Spiele, die ich eigentlich ganz gut finde, wo das einfach auch mal sein... Subnautica. Subnautica war eine Art von Farming notwendig, die... nicht so schlimm war, weil selbst das schlimmste Farming, das es in diesem Spiel gab, war relativ läppisch, also war relativ so, okay, hat man vielleicht eine Stunde für gebraucht, aber mehr wegen dem Weg als wegen dem Farmen selbst, meiner Meinung nach. Und von daher war es zu verschmerzen.
Oh, ich hasse die Typen mit Flammenwerfer. Die sind so bescheuert. Guck mal, Stunlock mich jetzt gleich. Pass auf. Ja, das ist gut. Und jetzt stirbst du, Penner. Au. Okay, da sind eine Menge Invasoren. Oh, darin muss man nachladen. Ist ja nice. Und da kommen noch mehr, weil die so geil sind. Ah, der zieht noch gut nach, der Blitzkram. Sehr angenehm. Wie geht es dir? Alles gut. Das wollte ich nicht. Nervige Troller manchmal. Dabei mag ich sie eigentlich und trotzdem ist sie manchmal nervig. So, drei Invasoren down, fehlen noch ungefähr fünfmal so viel. Standalone-Erweiterung. Ja, das hab ich gehört, Shiro. Das habe ich gehört mit der Standalone. Ich bin gespannt. Mal keine Ahnung, wie es werden wird. Ich find's komisch, dass es eine Standalone-Sache ist. Oh, Invasor Commander und Kampfmaschinen. Ich find's aber noch irgendwie komisch, dass es halt eine Standalone-Sache ist. Kann ich hier nicht irgendwas tun? Versuchen wir es damit. Und brennen ihn ein bisschen Mana auf den Hals. Den Commander will ich als letztes machen. Ich erledige das. Keine Munition mehr. Okay, den hacken wir jetzt einfach mal schnell tot und uns vorbei. Zap. Commander ist am Ende. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Queste habe, dass ich so viele Invasoren töten muss, aber... Soll wohl auch im EA starten. Oh, wirklich? Das finde ich... I don't know. Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich kann sie verstehen, warum sie sie machen, aber... Ein Eisgebiet einzubauen, das aktuelle wird wohl schwierig. Sie experimentieren aber auch mit einigen neuen Funktionen wie Temperaturmanagement laut GameStar. Okay. Oh, Temperaturmanagement. Ich meine, das gab es ja vorher schon in gewisser Weise, aber das jetzt als Mechanik zu haben. Schwierig, schwierig. Ich wüsste nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber das müsste man dann halt sehen. Mach mal ein Düsenpack. Ah, du hast recht, Kadex. Du hast recht. Werde ich gleich mal versuchen. Nachdem ich erstmal dem Typen hier den Hintern weggebrannt habe. Ja, nämlich genau wegen so einer Scheiße, ey. Weil ich genau wusste, dass der wieder mit so einem Mist anfängt. Oh ja, jetzt kommen sie alle, oder was? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Das war einfach zu viel. Wie soll ich da einen Düsenpack-Angriff machen, Kadex? Die brennen mir innerhalb von ein paar Sekunden alles weg. Oh, jetzt kommen die da oben auch noch. Das war das Problem. Ja, okay, wir müssen auf die warten. Hat sonst keinen Sinn. Und da sind zwei dabei, die so einen Scheiß machen, ey. Tot. Habe ich mich noch selbst mit abgefackelt. Geil. Na, ich habe nichts mehr. Das ist das Problem. Oh ja, geil. Oh, und dann noch so ein Flammenassi, ne? Das haben wir gern. Oh, ich hasse die Flammentypen. Die sind so unfair. Ich habe einen Commander getötet. Haha. Pennerschweine. Was mache ich denn hier? Was? Wieso hänge ich fest? Natürlich, da war gerade nicht genug Combo-Energie mehr da, ne? Makes sense. Oh, nicht du, du Drecksschwein. Und da wird Kaja nochmal von so einem Feuerding erfasst. Na, jetzt macht der Special-Angriff, dieser Combo-Angriff, wenigstens mal Damage. Oh, wirklich? Scheiße, so knapp. Und ja, ich will diesen Düsenpack-Angriff natürlich auch sehen. Diesmal kommen sie nicht.
Ja. Feuerscheiße, Feuerscheiße. Geht mir nicht auf den Frack. Geht mir nicht auf den Frack. Ja, warum darf ich nicht? Lad nach. Hör auf, mich zu hauen. Ah, ich komme nicht weg. Ich mache den Düsenangriff, Pack-Angriff erst, wenn alle tot sind, bis auf... Oh, einer. Oder ich. Ich hasse die Flammentypen-Spam vorher. Ja und? Ich darf das. Die dürfen das nicht. Die sind Assis. Gut, dass es gemerkt wird, obwohl ich gestorben bin. Oh, geil. Noch mehr Flammen-Assis. Ach, ich hätte den Flammentypen zuerst killen sollen. Warum stirbst du nicht? Guck mal, wie der durchhält, ey. Was für ein dreckiger Assi. Alter. Au, Alter. Ey, da geht doch auf keine Kuhhaut hier. Das war dumm. Da hat die Kamera auf einmal ausgesetzt, weil ich die Waffe wechseln wollte. Super. Dankeschön, Spiel. Voll gut, Leute. Macht mal super hier. Macht ihr klasse. Bleib hinter mir. Ich hasse den Feuerscheiß, ey. Oh, geh mir nicht auf den Sack, du blödes Miststück. Von einem dreckigen Feuerbimbo. Gibt's ja nicht. Keine Munition mehr. Dann sauf dir ein. Keine Munition mehr. Sag mal, ey, trink. Und er säuft so lange. Und ich treffe nichts. Ja, guten Tag. Schön, dass wir drüber geredet haben. Hier auf dem Boden, dann zieht's wenigstens ein bisschen. Okay, jetzt haben wir zumindest wieder ein paar down. Die blöde Kuh. Vielleicht nach jedem Typen, den du killst. Ja, mache ich ja. Es war nur dummerweise vorher nicht möglich. Ich kann im Kampf nicht speichern, beziehungsweise ist das sehr dumm, wenn ich das tue. Sehr, sehr dumm. Wo ist denn der andere Bimbo? Hier ist doch der Flammenpenner. Ich weiß, dass der hier rumläuft. Oh ja, und jetzt die ganze Meute, ne? Die jetzt schön viel verstärkt wurde mit irgendwelchen Assis. Oh, da kommen ja noch mehr. Guten Tag. Moin. Oh, I'm so dead. Ja, schön, dass du einfach mal die Kamera verlierst. Die Ziel. Ist voll gut von dir, Spiel. Voll gut. Sache, die Mechanik in dem Spiel ist einfach nur die absolute Rotze, ey. Kannst du nichts mit anfangen. Oh ja, du noch. Guten Tag, komm her. Moin. Scheiße, Mann. Oh, ist wieder einer tot. Yay. Dich habe ich gebraucht, Hornwolf. Komm her. So. Kaja ist wieder dabei, sehr schön. Feuer-Assi, Assi-Penner. Mit dem Ding mache ich keinen Schaden, das ist nicht so geil. Nimm auf. Ah, er ist tot? Ne, er ist nicht tot. Irgendwie mache ich mehr Schaden, wenn ich auf den Boden haue mit dem Zeug. I hate my life, ey. Das war wieder so eine beschissene Stelle, ey. Ah, schick mal 5000 Leute da rein. Jawohl, Chef, mach ich.
Geil. Nimm mir dein scheiß Elixir auch noch. Oh, jetzt ist mehr dabei. Vielleicht speichern sollen, aber who cares. Ich habe genug Elixir. Welcher Penner davon muss sterben? Er oder ist es einer von den beiden? Ich warte nur, bis die Assis weitergelaufen sind. Obwohl, ich will nicht warten. Ich will sie jetzt umhauen. Sehe nix. Danke, Spiel. Ja, einer von den beiden oder beide sind es. Oh, guck dir's an! Sip, 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 tot. Was soll das? Das Spiel ist so frustrierend manchmal. Ganz ehrlich, dagegen war Crash Bandicoot ja ein wahrer Schmaus. Beeilt euch jetzt mal ein bisschen, ihr lahmen Schweine. Wenn ihr nicht mehr bei den anderen steht, wenn ich euch abfackel. Ja, guck mal, der hat jetzt voll ein abbekommen. Das war gut. Die anderen rennen nicht vor, das ist sehr schön. Kaja steht nicht in Flammen, komischerweise, weil ich stehe immer in Flammen. Keine Munition mehr. Gönn dir einen. Jetzt hacken wir dem Roboter noch ein paar Feuerbälle ins Gesicht. Das ist mit dem auch gleich Geschichte. Dann. And done. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir sie gesäubert. Eine Invasor-Kampfmaschine ist noch da. Invasoren-Kampfmaschinchen. Aber die sind mir ganz ehrlich egal, solange die zwei Typen da oben nicht mehr sind. Oh ne, jetzt sind alle Kampfmaschinen down. Okay, sind die zwei Typen da oben noch? Hast es ja bald geschafft, ja bald. Bald ist das Spiel vorbei. Tralalalala. Oh Gott, nee, die Flammen-Assis sind natürlich noch da. Ich dachte, Kaja hat die vielleicht mal getötet. Einfach was Nützliches gemacht, Mädel. Ja, du führst ihn und ich guck zu. Das nenne ich gemeinsam. Ha! Ihr dreckigen Penner, ey. Beide gleichzeitig richtig schön synchron gestorben. 1000 Erfahrung. Sehr gut. Die nehme ich gerne an. Und speichern sollte ich. Oh, okay. Alles gut, Leute, alles gut. Geht weiter, geht weiter. Ignorieren wir, was gerade vorgefallen ist. Ist nie passiert. Vielleicht kommen wir jetzt zu Opperchen. Warte mal, wenn es hier eine Schlafmöglichkeit gibt, will ich die wahrnehmen. Oh, da sind wieder mehr Assis, ey. Oh Gott, massenweise Assis. Nee, danke, tschüss. Ich gehe weiter zum Opi. Ah! Okay, kein Opi da. Sehr gut. Ich dachte, hier ging's zum Opi. Das ist so schlimm. Nur das, was du anvisierst, kriegt auch Schaden. Schön, dass du in der Richtung einen Tanz aufführst, aber du solltest eigentlich mal die Felsassel verkloppen. Auch das Aufsammeln hat für mich zu viel Delay. Oder zu viel Cooldown danach. Ich muss echt durch die ganze Horde da durch, ne? Oh Gott, ich muss wirklich durch die Horde durch. Ja, Leute, stellt euch darauf ein, dass noch eine Stunde Geflame kommt. Ah, oh, und schon wieder so ein Flammenschwein. Ouchi, was ich machen will, ist das hier. Oh, oder auch nicht, ich geh dann mal. Oh, ihr dummen Schweine, ey. Ich sterbe jetzt eh, ist egal. Ja, machen wir gleich ordentlich und dann geht das besser. Ich wollte eigentlich mal was nutzen, was ich habe, aber nee, darf ich ja nicht, weil die sind alle so doof. Okay, guter Mann. Machen Sie gut. Jetzt verziehen die sich einfach. Ich glaube, es hackt. Ganz ehrlich, hieß es nicht mal, dass die komischen Berserker voll mächtig sein sollten? Ich finde die eher voll lame.
Irgendjemand war doch mal hier im Stream und hat das gemeint, oder? You dead? Du bist hier so ein Feuerassi oder war das der andere? Wahrscheinlich war das der andere. Tot, tot, tot. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Also ich bin echt froh, wenn das Spiel vorbei ist. Sorry, aber... es ist lustig. Und die Story interessiert mich voll, deswegen spiele ich es noch. Aber irgendwie... Die Mechanik, ey, und die Gegner, die sind einfach total kacke. Okay, jetzt ist die Frage, wie rotten wir den Rest von den Pennern aus? Weil das sind noch eine ganze Menge Rottweiler. Irgendwer war da mal? Ja, genau. Ich weiß auch nicht mehr, wer. Okay, dich können wir auf jeden Fall schnell erledigen, hoffe ich. Den schnapp ich mir. Ah, und es ist der Feuerarsch. Ja, guck mal, wie er einfach noch einen Free Shot bekommt, der kleine Drecksack. Und noch ein Kommandant. Guten Tag. Habe ich nicht eben von euch einen von euch gekillt? Keine Munition mehr. Oh nein. Ah, das ist der Jetpack-Angriff. Yay, der ist ja total bescheuert. Vor allem lässt er mich total schutzlos zurück. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, kann ich ihn auch nicht nochmal zeigen. Toll. Ja, er ist total sinnlos. Guck mal, er macht nicht mal Schaden. Er macht nicht mal Schaden, ey. Und ich stattdessen kriege richtig schön einen auf die 12. Verschwende all meine all meine Heiltränke, meine ich. Oh Gott, oh Gott. Aber es geht voran, Leute. Wir sind gleich durch. Geht gleich weiter. Geht gleich mit sinnvollen, lustigen Sachen weiter. Hoffentlich nicht mit so einem Kack hier. Okay, hier ist zumindest keiner mehr. Kommandanti war der Letzte. Dahin geht's dann weiter. Wie weit sind wir eigentlich schon? Oder wie nah sind wir dran? Oh mein Gott, wir sind immer noch ganz weit weg. Ich würde ihn gerne heute noch finden, den Typen. Einfach damit wir wissen, was los ist. Deswegen werde ich, glaube ich, noch ein paar dranhängen heute. Einen machen wir noch. Und dann wird der Streamer wahrscheinlich auch enden. Okay, nimm mit. Wenn der Tresor nicht abgeschlossen ist. Rezept wärmende Suppe. Suppe, Suppe, Suppe. Spalter, sicher total scheiße. Klopapier, ja, nimm mit. Können wir immer gebrauchen. Oh, Mensch, hätte ich gewusst, dass hier jetzt keiner mehr ist, ne? Hätte ich nicht geheilt, sondern wäre einfach hier reingerannt. Und auch das Beste, ne? Hier so eine Decke, Animation, nö. Ist Quatsch. Können wir uns nicht leisten, ist zu teuer. Ja, komm. Gönn dir mal einen bis zum nächsten Morgen. Bester Skill. Erstaunlich, okay, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, ja. Wo ist Spalt? Es ist awesome, dass man nichts sieht. Spalter. Ist sicher eine Zweihandaxt. Jawohl. Und sie ist ziemlich beschissen, denn sie ist schlechter als unsere. Das gibt es nicht. Kalans Hammer 2 wäre gut. Kostet aber auch asozial viel. An Skillpunkten. Scheiß von Schäfelbrocken, ganz ehrlich. Oh, wo kommen wir denn jetzt dahin? Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, hier sind Blutkrallen. Hier müssen wir lang. Schön, dass du das Ziel nicht automatisch wechselst, obwohl du es wechselst. Habt ihr gesehen? Er hat nämlich immer noch nach dem Toten geschlagen, weil ich einfach weiter draufgedroschen habe, ohne das Ziel wirklich zu wechseln. Sehr unschön. Das hätte man auch besser machen können, Leute. Stell dir das mal bei Dark Souls vor, ey, was das für ein Geflame gegeben hätte. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Die Felsasseln hacke ich übrigens um, weil Asselfleisch super gut ist. Damit kann man geilen Scheiß machen. Das hier sind so Szenen, die finde ich geil, weil das sieht aus, als wäre es einfach fotografiert. Aus der heutigen Welt. Okay, das schwebende, komisch platzierte Schild nicht, aber die anderen Sachen.
Ich komme hier wieder nicht durch. What? Aber ich muss doch hier irgendwie weiterkommen, Leute. Was ist das denn? Energiespeicher könnte ich auch mal verkaufen. Hä, wie komme ich denn hier weiter? Gehe ich hier vollkommen unnütz lang? Scheiße, ja, ich muss da oben durch. Und ich habe dort natürlich keinen... Ich könnte den nehmen, hier nochmal hinlatschen und dann von hier aus da runter. Ja, maybe, ich glaube, das wäre besser. Das hier war unnötig. Sorry dafür. Aber hier dürfte, glaube ich, nicht mehr viel sein. Hier haben wir zumindest schon mal einmal alles ausgelöscht, als wir mit Kaja hier waren. Kaja. Okay, jetzt da hoch. Hallo, Kristallratte. Ja, die Gegner sind neu, die sind stärker geworden. Finde ich absolut überzogen, aber okay. Ja, mach mal stärkere Gegner hier hin, ist cool. Die war beim letzten Mal nicht so heftig. Aber ich glaube, wir waren noch nicht Level 20. Die haben echt die Gegner verstärkt. Ich glaube, es knuspert, ey. In welcher Relation steht das denn bitte? In welcher Relation... Guck mal, ich kann nicht mal ausweichen dem Typen. In welcher Relation steht das, Leute? Ich glaube es nicht. Also es hat sicher nichts mit dem Level zu tun. Also ja, es wird daran festgemacht sein, aber es ist nicht darauf ausgelegt irgendwie. Wow, das gibt's nicht. Mit Katar durch den Ascheregen... Ach, das ist Asche? Ja, das kann sein. Ja, eigentlich krass, ne? Ich glaube nicht, dass es Asche ist. Das muss schon Schnee sein. Aber die, hier... Elex-Freunde hier, die, Alps, sind voll die... Sollen voll die Faschisten wahrscheinlich sein. Mit hier sogar Ascheregen und so einer kranken Scheiße. Und Leute auslöschen, Genozid und so. Und dabei sind die Kleriker immer noch die größeren Faschisten, habe ich das Gefühl. Also meiner Meinung nach sind die noch die größeren. Oh, und jetzt mehr von dem Viehzeug. Oh Gott, dem Vieh will ich nicht begegnen im Dunkeln. Kampfmaschinchen. Au, au, au! Wie er einfach weitermacht. Stoppwirkung 0. Zumindest meines Stoppwirkung 0. Aber warte mal, was mich jetzt interessiert ist, wir haben doch eine Quest beendet dafür. Was denn für eine? Ah, bin ich vielleicht auch auf dem Weg, den Konverter hier abzuschalten? Okay, das ist der da unten. Den muss ich auf jeden Fall auch nochmal killen. Da wollte ich ja eben hin wegen dem Teleporter, aber... okay. Machen wir erstmal das mit dem alten Mann, danach können wir das immer noch machen. I think. I hope. I die. Hau den mal bitte weg. Ja, genau. Ein bisschen Aggro ziehen. Und der gute Bimbo hier erledigt dann mal den Rest. Ich möchte meinen, so ein Kettensägenschwert hilft nicht gegen die, ne? Aber irgendwie zum Glück schon. So, ich will hier nur schnell durch. Ich habe auch keinen Bock, mit dem Eistroll zu spielen. Danke. Ja, du kannst dir gern einen gern haben, mein Freund. Genau, hier waren wir nämlich und haben das letzte Tape der Rocket Beans gefunden. Welche Gruppe war das mit den Drogenabhängigen? Das waren die Outlaws. Die Outlaws sind die drogenabhängigen Penner. Die keiner mag. Die überall durch die Gegend pissen und sowas. Ach, oh, ekelerregend, die Typen. Dagegen sind die Kleriker sogar zivilisierter. Beziehungsweise eher die Berserker würde man da wahrscheinlich nehmen, aber ich weiß nicht, ich finde die Kleriker noch schlimmer. In ihrer Unzivilisiertheit eigentlich. Oh, da sind Gräber. Ups. Okay, wir müssen in diese Richtung weiter. Da ist der alte Mann irgendwo. Das heißt, wir werden jetzt hier runter. Jumpen. So ein bisschen zumindest. Eigentlich ist der Part schon wieder rum, aber ich würde gerne noch zumindest ein bisschen näher kommen dem Ganzen. Ja, okay, wir kommen hier auf jeden Fall näher hin.
Beim nächsten Part machen wir das dann mit dem alten Typen. Und wenn wir noch genug Zeit haben, vielleicht auch noch das mit dem Konverter. Aber mal gucken, wie nervenaufreibend das wieder wird. Und dann war es das für den Stream, fürchte ich. Die paar Parts müssen erstmal reichen. Schon wieder sehr viel Freude an dem Spiel gewonnen. Nicht. Doch, eigentlich schon. Das ist zumindest ein Spiel, das man leicht einsteigt, auch wenn man eine Weile nicht gespielt hat, finde ich. Und das ist ganz cool. Och jo, sei halt aggro. Dabei bist du auch nur das gleiche Vieh, das wir am Anfang gekillt haben, nur in einer anderen Farbe. Und ein bisschen anderer Form. Die Outlaws klingen wie ein lustiger Trupp. Nicht wirklich. Ich fand die extrem deprimierend doof. So, wirklich einfach nur dumm. So, Leute, aber wir werden hier einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist wieder das Let's Play Elex im Stream. Bis dann, Leute. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Und ich hoffe, ich rage euch nicht zu viel. Ich versuch's echt im Zaum zu halten. Aber manchmal, boah, sind die Stellen manchmal doof. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.